Hoffmann spricht jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Brunner, Sie wissen, dass ich Sie schätze. Jetzt weiß ich, wenn ich in diese Debatte gehe, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, stelle ich nicht unbedingt mehr so hohe Ansprüche an Inhalt, auch an mancher Stelle an Qualität. Wenn die Kollegen Beck und Kaas sprechen, da weiß ich, da sind Emotionen im Raum und das geht vielleicht manchmal auf Kosten der parlamentarischen Fairness. Wenn die Kollegin Künast spricht, das weiß ich vom Ausschuss, da fehlt manchmal vielleicht ein bisschen die inhaltliche Tiefe. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Kollege Brunner, was Sie heute gebracht haben, hatte für mich die Züge einer Büttenrede. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie heute hier behaupten, wir würden den Koalitionsvertrag brechen, da war ich schon fast kurz davor, mich kaputt zu lachen, weil ich kann mich an Anträge zur Geschäftsordnung von Ihnen erinnern im Rechtsausschuss, wo Sie selbst auf diesen Koalitionsvertrag verwiesen haben. Und deswegen wäre mir schon wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte im Übrigen noch vier Aspekte anbringen, die mir wichtig erscheinen. Zum einen wird auch in dieser Debatte immer wieder der Eindruck erweckt, dass Deutschland das Schlusslicht in Sachen Gleichstellung sei. Bisweilen, ich höre es da schon wieder, bisweilen geht es ja dann sogar so weit, dass Länder wie Mexiko genannt werden, es werden die USA genannt, es wird Brasilien genannt. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, davor möchte ich warnen, weil wenn Sie in die Länder gucken, dann werden Sie feststellen, dass es dort tragischerweise im Moment von der Bestandsaufnahme nur um ein Etikett geht und Inhalte dort wie Diskriminierungsschutz im Arbeitsrecht und andere Regelungen noch komplett fehlen. Und deswegen würde ich uns vorschlagen, dass wir auch hier aufhören, nur über das Etikett zu diskutieren, sondern eben auch gucken, was hat diese Gesellschaft und was hat die Politik tatsächlich in Sachen Gleichstellung geleistet. Dann wird, und das ist der zweite Punkt, behauptet, das Bundesverfassungsgericht würde die Ehe für alle fordern. Fast Originalaussage vom Kollegen Beck. Kollegin Künast hat es genauso formuliert. Da wundere ich mich jedes Mal, es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 7.5.2013. Und da bitte ich Sie wirklich mal inständig, die einfach mal zu lesen. Da steht nämlich der Satz drin, dass die Ehe das Institut ist, das alleine der Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehalten ist. Dann kommt, und das ist der dritte Aspekt, die Aussage, ja nur die Bezeichnung als Ehe beseitigt jegliche Diskriminierung. Wir hatten eine Anhörung am 28.09.2015. Der Kollege Kaas war leider verhindert, sonst wüsste er die Aussage, die damals dann auf diese Frage hin der Professor Ibsen formuliert hat, der nämlich gefragt worden ist an dem Tag, müssen wir eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft als Ehe bezeichnen, um jegliche Diskriminierung zu vermeiden? Und da war die Aussage eines Juristen, nein. Im Übrigen ist es so, die Kollegin Winkelmeier-Becker hat es vorhin schon angesprochen, auch bei Mann und Frau haben wir die Position, dass wir sagen, unterschiedliche Bezeichnungen, aber gleiche Rechte. Und Sie selbst, wenn ich Sie erinnern darf, haben immer von Gleichstellung gesprochen. Und wenn Sie gucken, was der Begriff Gleichstellung bedeutet, dann sind es unterschiedliche Dinge, die grundsätzlich gleich zu behandeln sind. Und es sind unterschiedliche Dinge, auch wenn Sie das nicht hören mögen. Und da komme ich zu den Argumenten, die ich selbst auch habe aus einer Ehe. Der Verbindung zwischen Mann und Frau können potenziell Kinder hervorgehen. Und deswegen steht sie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Und dann kommt der Satz, das gesellschaftliche Verständnis der Ehe hat sich ja gewandelt. Auch das kann ich so nicht mittragen. Die Ehe ist nach wie vor die mit Abstand häufigste Form menschlichen Zusammenlebens. 70% aller Kinder werden in der Ehe groß. Und ich bin dankbar für ein ganz wichtiges Zitat. Und da dürfen die Grünen immer wieder zuhören. Es lautet, so ist und bleibt die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen, und das ist auch gut so. Gesagt von Winfried Kretschmann am 6.10.2016 in der Zeit. Herr Beck, ich verstehe Ihre Emotionen. In diesem Fall tut wahrscheinlich Zuhören weh. Sie sehen also, es gibt tatsächlich viele Argumente,
Dinge anders zu sehen. Und diese andere Meinung, die werde ich mir nicht nehmen lassen und ich werde mich auch nicht wegducken. Und ich persönlich, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe keinen Beratungsbedarf. Wir führen diese Debatte nur aus einem Grund. Und zwar deswegen, weil die SPD sich nicht findet und weil die SPD sagt, ja, wir würden ja so gerne, aber wir können nicht wegen denen. Ich kann, und deswegen scheue ich mich vor dieser Debatte auch nicht, ich kann nichts dafür, dass die SPD an dieser Stelle so saft- und so kraftlos ist. Danke.